Ganz flach ist das Land zwischen Harz und Hü, nördlich der Stadt Wernigerode, zu der auch der ihr vorgelagerte Ort Minsleben gehört. Aus Reddeber, auch zur Stadt Wernigerode gehörig, schauen wir auf die Dorfkirche mit dem gepflegten Friedhof, der von einer Mauer umgeben ist. Am Wasser heißt die Kopfsteinpflasterstraße, die uns direkt zum Gutshaus führt. Früher ein Rittergut und Domäne der Wernigeröder Grafen, hat das Gelände heute den Charme einer verfallenen LPG aus DDR-Zeiten bewahrt. Dazu gesellen sich mitten auf dem Hof, das Gesamtbild des Ortes auffällig prägend, platziert Sammelbehälter für Rohstoff. Am Gutshaus vorbei gehen wir zur Rückseite des Gebäudes. Das Baudenkmal wird heute zu Wohnzwecken genutzt. Bereits 1289 wird in einer Urkunde der Wernigeröder Grafen ein Ritter Johannes von Minsleben erwähnt und ist wohl mit der älteste Nachweis des Ortes. Schon immer gehörte Minsleben zur Grafschaft Wernigerode und war um 1500 im Besitz derer von Reifenstein. Als Kanzler der regierenden Grafen von Stolberg und Wernigerode führte Wilhelm von Reifenstein mit Martin Luther verschwägert, humanistischen Gedanken folgend, in den stolbergischen Herrschaften die Reformation ein. Das heute hier stehende, denkmalgeschützte Gutshaus wurde im Jahre 1724 von dem Amtskamerad Rudolfi erbaut. Und zu jener Zeit entstand wohl auch der dazugehörige kleine Park. Ganzjährig geöffnet und für jedermann frei zugänglich, zeigt er im Frühjahr des Jahres 2023 ein ganz anderes Bild als der verwahrlost wirkende Hofbereich vor dem Gutshaus. Gepflegte Wege, grüner Rasen, von Sponsoren gestiftete und neu angepflanzte Großbäume und frisch geschnittene Hecke zeigen, dass es auch anders geht in einem reichen Industrieland. Heute bin ich ganz allein in diesem vom Wasser umflossenen kleinen Gutspark. Ein Teil davon kommt aus den Teichen des Wernigeröder Bürgerparks, das mit einem anderen Bach zum Barrenbach zusammenfließt und später in die südlich von Minsleben vorbeifließende Holtemme mündet.
auch an anderen Orten ist der Frühling eingekehrt. Dicht und gesund steht das Getreide auf den großen Feldern der Region. Industrielle Landwirtschaft ist etwas anderes als die Bauernwirtschaft des vorigen Jahrhunderts. Und der unentwegte Warentransport auf der Autobahn im Hintergrund gehören dazu, gehören in unsere Zeit. Auch wenn grüne Ideologen all das mit Düngevorschriften, Verbot von Herbiziden und Insektiziden behindern und unsere Gesellschaft zu einem zentral gesteuerten Verordnungsstaat umwandeln wollen. Dabei werden Verbote als Fortschritt deklariert und der Klimaschutz als Luftschloss grüner Illusionspolitik zur Staatsreligion erhoben. Der Dämonisierung des Teufels im Mittelalter gleich wird das CO2 als Spurengas im Promillebereich unserer Atmosphäre vorhanden zum Erzfeind Nummer 1 erklärt. Und über die eifrig mit ins gleiche Horn posaunenden Medien als Denkersatz in die Köpfe der Menschen infiltriert. Das ist weder Wissenschaft noch Fortschritt. Das ist Klimaunwissenschaft eines Weltverbesserertums.